Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die beiden Anträge zielen darauf ab, Abschiebungen in den Iran zu verhindern. Der nach den Demonstrationen im Herbst 2022 und dem brutalen Vorgehen des Mullah-Regimes im Dezember 2022 von der Innenministerkonferenz vereinbarte und in der Folge verlängerte Abschiebestopp ist zum Ende des vergangenen Jahres abgelaufen. Seitdem herrscht Stillstand. Faktisch wird der Abschiebestopp allerdings weiter praktiziert. Über das weitere Vorgehen ist man sich bisher nicht einig. Die Befürworter weisen, wir haben das eben gehört, auf die problematische Menschenrechtslage im Iran hin. Ja, das stimmt. Aber damit sind wir im Grunde in derselben Situation wie vor dem Herbst 2022. Oder glaubt wirklich irgendwer, dass sich die Lage vorher, vor den Unruhen und nach den Unruhen grundsätzlich unterscheidet? Das glaube ich nicht. Das, was meine Vorredner hier berichtet haben, Lageberichte, da frage ich mich, ob das wirklich die Lage im Iran ist. Das sind Berichte aus dem Widerstand, aus der Situation der konkreten Unruhen und der bedrückenden Reaktion des Systems, aber es ist ein muslimisches Land. Es ist ein muslimisches Land, das anders denkt und anders tickt und andere Verhältnisse herrschen. Und wenn Sie zum Beispiel mit solchen Sachen kommen, dass sich die Bevölkerung dort mit Israel solidarisiert, das mögen einzelne Fälle sein, aber das geht weit an der Wirklichkeit vorbei. Es ist ein islamisches Land, wo man anders tickt, wo man anders denkt, wo das Leben grundsätzlich eben anders ist. Und wenn Sie auch sagen, die Flucht geschieht immer aus politischen Gründen, ich weiß nicht, wo Sie das hernehmen, dann wäre das bei den Iranern völlig anders als bei den meisten anderen Flüchtlingen. Man flieht dort, weil auch aufgrund der Sanktionen, kann man an der Stelle auch mal diskutieren, wem die nützen, wem sie schaden, es den Menschen dort wirtschaftlich immer schlechter geht inzwischen. Und die meisten werden von dort genauso fliehen, aus den Gründen, die auch sonst nachvollziehbar sind, dass die Lebensverhältnisse schlecht sind und dass man sich hier ein besseres Leben erwartet. Interessanterweise haben sie auch im Wesentlichen immer auf die Frauensituation abgestellt. Aber die hier sind, sind nicht nur Frauen. Und im Übrigen hat der Minister auch dargestellt, dass es also von der Zahl hier gar nicht so viele sind. Und ganz im Grunde schon könnte man hier einen Schlussstrich ziehen, denn der Minister hat es gesagt, die Betroffenen, die es hier trifft, die haben die ganze Überprüfung durchgelaufen. Das sind ausreisepflichtige Iraner, die nach Recht und Gesetz nichts hier zu suchen haben. Das sind nicht irgendwelche Leute, die jetzt frisch als Widerstandskämpfer, als Kämpfer für die Demokratie, für Gleichberechtigung und was weiß ich alles hier jetzt hergekommen sind, sondern es sind Menschen, bei denen überprüft ist, ob sie individuell einen Anspruch auf Asyl oder Bleiberecht haben und offensichtlich, dass bei denen, die abgeschoben werden sollen, nicht der Fall. Und das alles wollen sie jetzt aufrühren aufgrund der Geschehnisse im Iran. Ja, das ist ja völlig unbestritten. Wir haben im Iran eine defizitäre Menschenrechtssituation, wie wir sie aber bei einer globalen Betrachtung in vielen Staaten vorfinden. Nur unsere Sichtweise ist quasi einem ständigen Klimawandel unterworfen, schwankend und alles andere als neutral. Bei Staaten, mit denen uns ein positives Klima verbindet, ist der Blick ein ganz anderer als bei Staaten, denen wir ablehnend gegenüberstehen. Ich sage beispielhaft nur Katar, Saudi-Arabien, da mordet man kurz in Istanbul mal ein und dann ist man für eine Zeit lang ganz böse und dann macht man Kniefälle, um Rohstoffe zu bekommen. Türkei, Ägypten, alles überschaubare Zeiten, wo Sie genau wissen, wie schon der Blick da sich verändert hatte. Es ist nicht, oder was auf der einen Seite vehement angeprangert wird, wird woanders schlicht übergangen. Ich sage das, weil ich große Zweifel habe, dass die Situation im Iran wirklich relevant anders ist als vor den Demonstrationen. Nur, ich habe es versucht zu verdeutlichen, unsere Sichtweise ist eine andere. Und ich sagte es schon, jawohl, defizitäre Menschenrechtssituationen gibt es an vielen Stellen in der Welt.
Es ist nicht unser Unrecht, das dort gedeiht. Und entgegen ihrer den Anträgen zugrunde liegenden Ideologie ist es nicht ein Gott oder unserer Geschichte geschuldeter Auftrag, alle Verfolgten dieser Erde bei uns aufzunehmen und zu behüten. Ein Abschiebestopp lässt sich natürlich im Fall des Iran begründen und genauso gut ablehnen. Deshalb sind sich auch die Länder nicht einig. Auch das BAMF hat unterschiedliche, hat eine Einschätzung nicht in der Richtung, dass unbedingt abgeschoben werden muss. Insbesondere Bayern hat Bedenken und die dürfen auch nicht aus der Luft gegriffen sein gegen einen neuen Abschiebestopp. Und wenn ich Frau Puls-Debler höre, dann müssten Sie konsequenterweise sagen, alle Frauen aus dem Iran sollten hier aufgenommen werden. Es geht also letztlich, weil man natürlich es so und so betrachten kann. Es geht letztlich, gerade weil man es eben unterschiedlich sehen kann, ums Abwägen und deshalb im ersten Schritt auch ums Grundsätzliche, wenn wir ehrlich sind. Der Ausgangspunkt ist natürlich entscheidend ganz hier in der Sache. Wollen wir die illegale Massenmigration unser Land weiter hinnehmen oder endlich den Hebel umlegen? Es ist nicht eine Frage, nicht nur eine Frage des Rechts, sondern des politischen Willens, so wie es Merkel einst gegen die Verfassung und gegen die Gesetze vorgemacht hat. Nein, ich muss mich korrigieren. Das Grundgesetz und die Gesetze lassen es zu, den Hebel umzulegen. Denn jedes Recht, auch das Recht auf Asyl, hat seine natürliche Grenze in der Aufnahmefähigkeit und auch Aufnahmewilligkeit der Aufnahmegesellschaft. Und die wird längst überstrapaziert. Ja, auch die Aufnahmewilligkeit ist begrenzt und ist Teil einer funktionierenden Aufnahmefähigkeit. Machen wir uns nichts vor. Wieso ist unser Land der Magnet für Zuwanderung, wenn wir sie angeblich begrenzen wollen? Die Regierungen von Merkel bis zur Ampel zelebrieren geradezu ihre selbstverordnete Ohnmacht und kommen im Grunde keinen Schritt voran. Wieso haben die Osteuropäer diese Probleme nicht? Deren jetzt gescholtene Staatslenker werden sich, anders als bei uns, nicht einst aus ihren Gräbern heraus dafür verantworten müssen, dass ihre Länder nicht mehr als Ungarn, Polen oder Slowakei zu erkennen sind. Kurzum, es geht bei dieser Kritik nicht um eine geordnete, maßvolle Zuwanderung und eine gelungene Integration, die es natürlich gibt. Es geht um unser Land. Unser Land ist nämlich mehr als eine Ansammlung mehrerer Millionen Menschen, die sich einander fremd sind. Ich komme nochmal zur Abwägung und die sieht bei meiner Fraktion so aus. Ein Bleiberecht kommt nur im Einzelfall bei nachweislicher, individueller Verfolgung in Betracht. So ist die Rechtslage. Bei allen anderen hat das zu geschehen, was der Geltung des Rechts und den Interessen unseres Landes geschuldet ist. Und dieses Wort heißt kompromisslose Rückführung. Weiter zur Abwägung. Ich zitiere aus dem Beschluss der Innenministerkonferenz vom 8.12.23. Dort heißt es, die IMK stellt fest, dass schwere Straftäter und Gefährder aus relevanten Herkunftsstaaten, vor allem aus Syrien und Afghanistan, trotz bestehender Ausreisepflicht nach wie vor nicht in ihre Herkunftsstaaten abgeschoben werden können. Meine Damen und Herren, was ist das für ein Rechtsstaat, der mit dieser Botschaft der Ohnmacht vor das eigene Volk tritt, der in Kauf nimmt, dass die eigenen Bürger Opfer von weiterhin rundum versorgten Kriminellen und Gefährdern werden? Nein, wir können das gern vertiefen. Es gibt hier keine unüberwindbaren Hindernisse. Es fehlt ganz einfach der unbedingte Wille, derartige menschliche Zeitbomben außer Landes zu schaffen. Nun ist es so, dass der bisherige Beschluss über einen Abschiebestopp die Abschiebung von schweren Straftätern und Gefährdern nicht völlig ausschließt, aber doch erschwert. Jedoch ist das Erfordernis schwerer Straftaten nicht einzusehen. Jeder, der über den Bagatellbereich hinaus straffällig wird, hat dieses Land zu verlassen. Bei der Beurteilung der fremden Lebensverhältnisse, auch im Iran, machen wir den Fehler, dies immer nur mit unseren Augen und Vorstellungen zu betrachten.
Und dabei agieren wir noch widersprüchlich. Nehmen wir das im muslimischen Kulturkreis übliche Kopftuch. Das war ja auch eben Thema. Die Kopftuchpflicht finden wir schlimm. Die beiden verstoßdrohenden Strafen unmenschlich. Doch hier im eigenen Land sollen wir kultursensibel das Kopftuch, für uns ein Symbol der Unfreiheit und der Unterdrückung der Frau, tolerieren. Das passt nicht zusammen. Das Kopftuch hat im Iran einen anderen Stellenwert als hier. Es wird dort von den meisten Frauen, da müssen wir uns überhaupt nichts vormachen, freiwillig getragen. Es ist ein muslimisches Land. Und selbst unsere Reporterinnen tragen, wenn sie aus dem Iran berichten, ein Kopftuch. Wer sich insoweit den Gesetzen des Irans widersetzt, kann nicht erwarten, dafür Asyl in Deutschland zu erhalten. Wir müssen aufhören, die Welt mit unseren Augen zu sehen und zu glauben, sie müsse überall so ticken, wie wir uns das vorstellen. Das sollten wir spätestens mit der Machtergreifung der Taliban gelernt haben. Wer im Iran, im Gottesstaat Iran aufgewachsen ist und meint, sich einen westlichen Lebensstil zulegen zu wollen, gut, kann er machen. Aber er kann dafür nicht Asyl in Deutschland verlangen. Fazit für meine Fraktion: Ein Bleiberecht bei individueller Verfolgung, ja, aber kein Raum für einen neuen Abschiebestopp. Vielen Dank.